Bring the action. So, meine lieben Freunde, der Sleepy What the Fuck meldet sich hier gerade um 4 Uhr morgens noch einmal und ja, ist hier jetzt gerade ein Video bequatschen. Ja, ich denke mir hier jetzt gerade mal, okay, machst hier mal kurz das Infovideo, damit die Leute auch kurz wissen, ah, okay, das ist jetzt los. Und zwar, ich habe hier jetzt gerade mega Kehlkopfprobleme, also mega Halsschmerzen, ehrlich gesagt, und gerade überhaupt keinen Plan, was ich jetzt dagegen tun kann. Meine Stimme hört sich auch jetzt, so gesagt, für mich persönlich ziemlich abfuck an. Na, keine Ahnung, ob man da jetzt wirklich den Unterschied hört oder nicht. Aber ich werde jetzt erstmal, so gesagt, eine Woche Pause machen vom Aufnehmen oder von Videos produzieren. Denn, wie gesagt, YouTuber, ja, die brauchen halt ihre Stimme und keine so übelst abgefuckte Kongo-Stimme. Okay, ich meine, da gibt es so ein paar YouTuber, die haben von Natur aus so eine Kongo-Stimme. Aber, naja. Alter, tut mir leid, ich muss jetzt erstmal ein Stück trinken. So, nee, auf jeden Fall, falls ihr jetzt fragt, ey, was ist denn das für ein scheiß Gameplay? Das muss ich jetzt sagen, ich habe jetzt einfach mal kurz eine kleine Bot-Runde gespielt, bei Counter-Strike, ein bisschen wach geaimt oder so, weil ich jetzt gleich noch eine Runde, wie heißt das jetzt, Ranked spielen werde. Und da aim ich mich meistens in so einem minimalen Bot-Game, was heißt minimalen Bot-Game, halt einen kurzen, 4-5 Runden im Bot-Game auf. Und dann wird Ranked gespielt. Zudem kann ich das hier auch noch gleich irgendwie als Ansagevideo benutzen. Nach der Woche, wenn es meiner Stimme dann wieder besser geht, wird auf jeden Fall wieder sehr viel Play with Friends kommen. Oder wenn halt mal nicht Play with Friends kommt, werde ich noch ein paar Showjahrs machen. Und die Showjahrs, die werden dann in Richtung Unturned Borderlands. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, muss ich von Borderlands ein Showjahr machen? Überlege ich mir auf jeden Fall noch. Und dann auf jeden Fall wird von mir noch ein Resident Evil Let's Play kommen. Ich habe das Spiel zwar schon durchgespielt, aber das Let's Play wird halt nur mit der Sieg und mit einer zweiten Waffe, die ich mir irgendwie aussuche, gemacht. Zur Info, die Sieg ist die dritte Waffe und dann halt noch die ganzen Waffen, die man halt so finden kann für Endbosse, je nachdem wie das jetzt geht. Auf jeden Fall, dieses Video wird auch ohne Endcard sein, da ich eigentlich immer auf der Endcard eine total normale Stimme haben will. Gehört sich auch irgendwie, ich schäme mich auch total dafür, dass ich euch da jetzt so ein grässliches Audio bieten muss. Nun ja, nichtsdestotrotz, schaut die Woche, in der ich jetzt nicht da bin, bei dem Rawtex und bei dem Tarek vorbei. Ich hoffe, dass da bei denen auch noch ein paar Videos kommen werden. Der Tarek hat ja schon ein kleines Showjahr gemacht zu dem Silent Hill PS3, PS4 Spiel oder so ähnlich. Ich habe da jetzt nicht so drauf ganz geachtet, wie genau das war. Das war auf jeden Fall der sprechende Kotbeutel und der lachende Embryo. Ja, Funny Moments, das Le Quadra, wie ich das jetzt so schön nennen darf, weil ich den einen ja dann doch gekriegt hatte. Und nun ja, das ist jetzt auch die letzte Runde vom Gameplay. Also ich habe nur 4 Runden gespielt jetzt gerade eben. Bequatsche jetzt hier noch komplett das Video und ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Fall, denn nach der Woche wieder irgendwie Videos zu machen für euch. Wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer
Es war wieder schön für euch ein Video zu machen und ihr achtet jetzt mal kurz beim Gameplay auf das Ende. Ich habe mich da übelst krass selber geflasht und dann die ganze Zeit so mit dem Messer rumgefuchtelt. Und ja, hier, da kommt die Flashbang, jetzt wechsle ich zum Messer und fuchtel da die ganze Zeit mit dem Messer rum und jetzt klatsche ich ihn dann noch mit dem Messer weg. Vielen Dank dafür, dass ihr kurz reingeschaut habt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. What the fuck, Leute?